türkische Armee ist im Krieg. Ihr Gegner, die syrischen Kurden und ihre Milizen. Wir hatten sehr viel Glück, weil das Dorf, wo wir eigentlich hingehen wollten, das wurde jetzt währenddessen von türkischer Artillerie beschossen. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter weg von der Beerdigung. Man kann irgendwie nie einschätzen, was als nächstes passiert. Ich bin Konstantin und ich bin nach Nordostsyrien gefahren, um euch zu zeigen, wie die Lage vor Ort ist und was der Krieg mit den Menschen dort macht. In Syrien herrscht Krieg, auch wenn viele Menschen in Deutschland das vielleicht schon vergessen haben. Hier im Nordosten des Landes ist es das NATO-Mitglied Türkei, das regelmäßig Ziele bombardiert. Oft trifft es dabei Zivilisten, wie im Dorf auf Ain Diwa. Und das ist ein Dorf sehr, sehr nah an der türkischen Grenze. Paar hundert Meter und man sieht schon die Grenzmauer zur Türkei, die übrigens von der EU mitfinanziert wurde. Und hier habe ich jetzt jemanden getroffen, der bei einem Artilleriebeschuss sein Haus verloren hat. Und der wird mir jetzt erzählen, was damals hier passiert ist. بيجي بازل ما تشي حديد بردن ما امتشن حديد بردن ما بس هذا هو جالك شوانه كوشن بيجي ده شوانه بازل ما كوشن وخذ السبب شكون كرد بصراحه يعني Gerade eben hat John mir übrigens noch erzählt, dass ich am besten das Haus nicht von der anderen Seite filmen sollte. Also nicht von der Seite, wo man mich als Journalisten sehen würde von den türkischen Grenzposten aus, weil man eben nie weiß, wie die reagieren würden und ob die vielleicht sogar das Feuer eröffnen würden. Also man sieht hier in der Nähe der Grenze, wo eigentlich alles relativ friedlich scheint, also mal davon abgesehen, dass ich in einem zerbombten Haus stehe, die Gefahr ist immer noch da und die Leute haben auf jeden Fall große, große Angst, zu sehr, zu nahe an die türkische Grenze zu gehen, weil sie erzählen, dass sie da erschossen werden könnten. Warum die türkische Armee das Dorf bombardiert hat, wissen die Einwohner nicht. Vielleicht wollte sie die Polizeistation treffen, die mehrere hundert Meter weiter steht. Es kommt auch immer wieder vor, dass türkische Grenzposten von kurdischer Seite aus beschossen werden und dann mit massiver Gegengewalt reagieren. Der Hauptfeind der türkischen Streitkräfte sind die sogenannten Volksverteidigungseinheiten der Kurden. Sie gingen aus der, auch in Deutschland, verbotenen PKK hervor. Im Krieg gegen ISIS waren sie enge Verbündete des Westens, heute werden sie vom NATO-Staat Türkei bombardiert. Nach langen Verhandlungen bekomme ich die Erlaubnis, eine Einheit der kurdischen Kämpferinnen zu besuchen. يعني قال ما هبلها بون رصدي ام حياة دويجي نوجياني دا
Die drei Mädels von der JPG bringen mich jetzt gerade zu einem Panzergraben, wenn ich das richtig verstanden habe, der so angelegt ist, falls es zu einer neuen türkischen Invasion kommen sollte und an dem sie dann halt eben versuchen würden, in einer zurückgesetzten Verteidigungslinie gegen den Angriff der Türkei irgendwie Widerstand zu leisten. جبر جاب آخر سطر کد نابر مده مس ایری شک چه ببم کرن جه خو ور د جی دگرن هم بنارت هم سرارت ام جه خو مس شر د دگرن جب ایری تکرنا ایری شی جبر وی جی مثلا پرانی حواله ما هم باجر د جه دگر هم جدار وی باجر د هندر د جدار وی هون باجر حواله ما د جه خو مزلندر مده دگرن Das ist jetzt zwar keine richtige Frontline in dem Sinne, aber es ist trotzdem ein verdammt seltsames Gefühl, weil man immer so ein bisschen in die Luft schaut, ob nicht irgendwo doch so eine Drohne rumfliegt, weil das eben die Art der Kriegsführung heutzutage ist hier in Nordostsyrien. Und ein Gedanke, der mir gekommen ist, das wäre, wenn denn eine Drohne hier einschlagen würde, es wäre zum ersten Mal, dass ich Angst haben muss, von einer NATO-Drohne getötet zu werden und noch dazu eine NATO-Drohne, die mit deutscher Hilfe gebaut wurde. Also, auch für mich eine Premiere hier an dieser Nicht-Frontline-Frontline. Nach diesen Begegnungen möchte ich erfahren, wie es direkt an der Front zugeht. Doch dann kam alles anders. Wir sind gerade wieder zurück in unserer Homebase hier in Syrien und ich kann euch gerade auch mal zeigen, wie das so aussehen kann in der Kriegsberichterstattung. Rosarote Bettwäsche und kugelsichere Westen. So. Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich dieses Selfie-Video gerade mache. Ich wollte nur sagen, wir hatten eigentlich vor, an die Frontline zu gehen, an eine aktive Frontline zwischen den kurdischen Kämpfern und der türkischen Armee. Aber wir hatten sehr viel Glück, weil das Dorf, wo wir eigentlich hingehen wollten, wo wir fast gewesen wären, das wurde jetzt währenddessen von türkischer Artillerie beschossen. Und wenn wir da gewesen wären, hätten uns wahrscheinlich auch die kugelsicheren Westen und die Helme nichts mehr gebracht, weil Artilleriebeschuss halt einfach was ganz anderes ist. Und das ist so der Grund, warum ich jetzt gerade mit euch sprechen wollte, einfach nur, um auch nochmal deutlich zu machen, dass es manchmal egal ist, wie gut man vorbereitet ist, manchmal ist es einfach nur Glück, wann man zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort ist. Weil wenn wir jetzt gerade an diesem Abschnitt der Frontline gewesen wären, dann hätten wir jetzt diese Konversation nicht mehr. Tatsächlich muss ich gar nicht an eine aktive Front fahren, um die Auswirkungen des Konfliktes mitzuerleben. Während meiner Dreharbeiten tötet die Türkei einen hochrangigen Anführer der syrischen Kurden mit Hilfe einer Drohne. Für die türkische Regierung war er ein Terrorist, für viele syrische Kurden ein Held. Die Beerdigung wird zu einer politischen Demo, inklusive Fotos des PKK-Anführers Abdullah Öcalan, der seit mehr als 20 Jahren in türkischer Haft sitzt. Die genauen Ursachen und Hintergründe dieses Konfliktes sind komplex. Um sie angemessen zu erklären, arbeite ich gerade an einem eigenen Video. Wenn ihr euch also für den Konflikt zwischen Kurden und Türkei interessiert, abonniert einfach Crisis und ihr verpasst keine neue Folge mehr. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter weg von der Beerdigung, weil da ist mir jetzt gerade einfach zu viel los. Man kann irgendwie nie einschätzen, was als nächstes passiert. Es wurden zwar bisher noch keine Beerdigungen von Drohnen beschossen, aber trotzdem, ich glaube, wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter weg sind von der Beerdigung, werden wir mal versuchen, ein paar Leute zu befragen, was sie so davon halten und vor allem, wie sie halt eben die Zukunft und die Möglichkeit eines Krieges mit der Türkei sehen. وی طارب به شفیر ریکی و سرسری و بمباب که افشار ما من شر ام دان رحاتن هنو شر بس هما شر سنگو سنگنه هما بلاوی سنگو سنگ که وینا مده هنگی امیل برخواب بدن بس خیانت مردکی شر ما هنو ام تروشا شر دانه Der Konflikt hält nun schon seit Jahren an und am meisten leiden wie immer die hunderttausenden Menschen, die ihre Heimat verloren haben und heute in Flüchtlingslagern sitzen.
Ich bin jetzt hier gerade in einem Flüchtlingslager und das ist ein super, super komisches Gefühl für mich, weil in diesem Flüchtlingslager war ich auch schon vor 8 Jahren, als ich zum ersten Mal hier in Syrien war. Und damals waren hier noch jesidische Geflüchtete, die vor dem Völkermord durch den IS geflohen sind. Und die sind heute nicht mehr da. Heute sind hier hauptsächlich arabische Flüchtlinge, die vor den Angriffen der Türkei auf Syrien geflohen sind. Und man sieht 8 Jahre später, es hat sich einiges geändert hier in dem Flüchtlingslager, aber einiges ist immer noch gleich. Und es ist halt immer noch furchtbar zu sehen, dass halt immer noch hier Krieg herrscht und immer noch Leute fliehen müssen. Und wie immer ist es halt am beschissensten, wenn man halt sieht, wie es den Kindern hier geht. Gerade jetzt, wo in der Ukraine Krieg herrscht und die ganze Welt deswegen da drauf schaut und wie uns erzählt wurde, eben auch die Hilfsmittel hier gekürzt werden müssen, weil sonst nicht mehr genug für die Ukraine übrig bleiben würde. Noch vor einem Monat lebten in diesem Camp noch etwa 800 Familien. Heute sind es fast 1200. Immer mehr Menschen fliehen vor der Gewalt zwischen den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten und der türkischen Armee. So wie diese Frau und ihre Tante. Sie kommen aus Serekaniye. Die Stadt ist seit 2019 von der türkischen Armee und mit ihr verbündeten islamistischen Milizen besetzt. Fast 6000 Menschen leben allein in diesem Flüchtlingslager. Sie wurden von der UNO und internationalen Hilfsorganisationen versorgt. Doch seit Beginn des Ukraine-Krieges wurde die Unterstützung um fast die Hälfte gekürzt. Manche Kinder verbrennen sich mittlerweile die Füße, weil sie nicht einmal Schuhe haben. Hat sich die Situation hier im Camp in den letzten Wochen verändert, was die Versorgung angeht? أول ما اجينا والله كانت مساعدات كويسة ومعاملة جدا زينة بس هالسعينة لا والله بالنسبة إلي أنا 4 أشخاص شهر يعطوني مساعدة شهر ما بيعطوني يعني طيب هالشهر شو بدي أكل وجوزي عامل يروح نهار يشتغل 10 أيام ما بيشتغل وعندي أطفال وبدنا أدوية بدنا لباس بدنا فواكه بدنا لحم ما في يعني بدنا دعم ما في دعم وهالشوب نار وكهرباء ما في والله العظيم البارح بعدنا بنت توفت صغيرة من كثر الشوب لأنه ما في مساعدات كويسة والله مبدي شيء على شيء يعني مبدي الأكل على لباس أولادنا. Der türkische Präsident Erdogan drohte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mit einem neuen Großangriff auf den Nordosten Syriens. Viele Medien stellen sich die Frage, ob ein neuer Krieg drohe. Für viele Menschen hier ist diese Frage hinfällig. Für sie hat der Krieg nie wirklich aufgehört.